Marie Pschibilla ist bei mir. Jetzt habe ich es hinbekommen. Impfen, Impfthema. Ein großes, klar, die Frage ist auch eingedenk der Tatsache, dass so viel gar nicht da ist. Impfstoff, wer hat sich denn schon impfen lassen in Deutschland? Ja, wir können mal gucken. Es ist ja am Anfang, die Gruppe 1 ist ja trotzdem relativ breit gestreut. Deswegen schauen wir mal, welche dieser Gruppen, die überhaupt schon dürfen, da am meisten vertreten sind. Also wir haben relativ wenig bisher. Das Alter, 20% sind entsprechend von den Impfungen. Das sind die über 80-Jährigen. Den größten Part, das machen wirklich die beruflichen Impfindikationen aus. Das heißt Ärzte, Pfleger, die also direkt betroffen sind und direkten Kontakt. Da haben wir wirklich 43%. Pflegeheimbewohner sind natürlich auch ein ganz großer Teil, das sind 34% und medizinisch indiziert, also wegen anderen Risikoerkrankungen, das sind gerade mal 3%. Und auch da gibt es allerdings große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Das könnte auch erklären, warum die Quoten da so unterschiedlich sind. Gucken wir noch mal drauf, wie sich das verteilt. Eben im Beitrag war schon die Verteilung nach den gesamtverimpften Dosen. Ich habe jetzt noch mal mitgebracht, wie stehen wir eigentlich im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil, also insgesamt noch mal 532.878 Impfungen und immer noch ganz an erster Stelle Mecklenburg-Vorpommern. Da hat man es also geschafft, schon gut 15 Personen pro 1.000 Einwohner zu impfen. Das ist wirklich sehr vorbildlich. Schleswig-Holstein dann wirklich auch schon mit einem deutlichen Abstand dahinter, 9,73 nur noch. Und dann haben wir hier die beiden Schlusslichter nochmal, Thüringen und Sachsen. Und bei beiden ist es so gewesen, dass man gesagt hat, wir machen die Priorisierung zuerst mal auf dem Personal. Also wir geben viel von unserem Impfstoff in die Kliniken und dort sollen sich entsprechend die Menschen impfen lassen. Das hat allerdings nicht so gut funktioniert. Also in Thüringen hat man festgestellt, die Leute wollen sich gar nicht so impfen lassen, nur 30-40% ungefähr. In Sachsen hat man das weitere Problem, dass in vielen Pflegeheimen, wo man eigentlich impfen wollte, dann natürlich ganze Stationen in Quarantäne sind oder infiziert sind. Deswegen kommt man da so schleppend voran. Aber da sieht man eben wirklich immer noch große Unterschiede. Und da ist eben die Frage, ist das die Organisation, ist das nur die Impfbereitschaft oder liegt es eben auch wirklich noch an anderen Gründen? Da muss man mit der Analyse vielleicht noch ein bisschen warten. Jetzt haben wir mal auf die Bundesländer geschaut. Schauen wir mal das Ranking Deutschlands im internationalen, im europäischen Vergleich. Wo stehen wir denn? Ja, sieht nicht gut aus. Also man muss auch wirklich sagen, am Anfang haben wir immer gesagt, ja, die anderen, die sind vorne, aber die haben auch eher angefangen. Nun muss man allerdings sagen, gibt es auch einige europäische Länder, die da deutlich an uns vorbeiziehen mittlerweile. Fangen wir vielleicht nochmal mit dem Weltmeister Israel an. Da also schon 20,93%. Bis Ende Januar will man es dort schaffen, dass man also alle Risikopatienten über 60 und mit Vorerkrankungen durchimpft. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate, fast 11%. Da kann sich übrigens auch jeder schon impfen lassen. Bahrain auch noch mal 5,25%. Die Vereinigten Staaten auch schon über 2. Und dann kommen wir hier schon nach Europa und sehen also Dänemark, die haben auch fast 2%. Das ist sehr durchdigitalisiertes Land. Die können das also relativ gut organisieren mit den Impfungen, wer sich anmeldet. Das funktioniert gut. Dann haben wir hier Großbritannien 1,94. Italien sehen wir auch noch. Die sind auch vor uns. Die haben am Anfang sehr neidisch nach Deutschland geguckt, weil der Staat hier eigentlich besser lief. Da hatten viele Ärzte über die Feiertage frei. Doch das hat sich wirklich geändert. Nun hat der Papst auch gesagt, ich lasse mich impfen. Da vermutet man, dass das auch noch mal einen weiteren Motivationspush gibt. Auch Slowenien ist vor uns, Portugal ist vor uns. Und dann kommen wir letztendlich Deutschland mit 0,64%. Und da muss man schon sagen, auch wenn man jetzt eben vergleicht, Impfdosen in Europa werden ja nach einem Schlüssel verteilt. Das heißt, jedes Land bekommt pro Bevölkerungsanteil den gleichen Anteil Impfstoff. Und da sieht man eben schon, da könnten wir einiges besser machen. Wir schaffen das, Marie, wir schaffen das. Vielleicht etwas später, aber wir kommen dahin. Dankeschön.